Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge FIFA 18. Das ist der Tag danach, quasi nach dem sensationellen Sieg gegen Manchester United im Carabao Cup. Und jetzt geht es los, jetzt muss man sich wieder auf die Liga konzentrieren, dass man den Aufstieg in die dritte Spielklasse schafft. Ja, lassen wir es mal so. Wieder mal dribbeln. Läuft. Läuft nicht. Läuft gut. Wurscht. So. Ja, eine Umstellung hat es eben gegeben. Ein Jugendspieler läuft auch auf der linken Position statt Haberkamp. Da haben wir es, den jungen Bauer. Oh, der macht gleich einen Fehlpass. Scheiße. Man sucht natürlich Ersatz. Man gibt dem jungen Bauer aber natürlich auch die Chance, sich ein bisschen einzuspielen, einzugewöhnen. Jawohl! Lovrencic und Maguire True. Die beiden harmonieren wunderbar miteinander. Hoffen wir, dass es auch nächste Saison so bleibt. Bis jetzt konnte man Lovrencic nicht noch den Vertrag verlängern, genauso wie Church. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob es mit ein Fail ist. Maguire True. Der hat sich echt in die Stammformation gespielt. Er ist nur verliehen, aber man möchte eben schauen, dass man ihn zu Lincoln City holen kann. Ja, Haberkamp, bittere Verletzung gegen Manchester United im Cup-Finale zugezogen. 7 Monate Pause.
Oh. Schön Church of Knott. Alter, da ist doch drüber hupfen können. Bostwick, der Held, kann man sagen, der die Erlösung brachte. Uff. Will Darren Bentley please meet your wife at the ticket office? Ja, Hurenkorn, gelbe Karte. Oh. Böses Foul auch hier. Alter, die fliegen alle leicht. McGuire Drew, gelbe Karte. Gute Aktion jetzt von Bauer, dem deutschen 17-Jährigen, der gescoutet wurde. Man hat als Zielvorgabe, einen Verteidiger vom Vorstand her aufzunehmen aus dem Scouting-Bereich. Das war Gott sei Dank ein linker Verteidiger. Jetzt braucht man ihn. Oh, Church. Man muss da selber den Abschluss suchen. Ja, Knott, es klappt im Moment nicht. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Oh, Gott sei Dank. So, in der Pause wird man jetzt Huang Boen aus dem Spiel nehmen, aufgrund der gelben Karte. Da möchte man kein Risiko eingehen. Und schickt stattdessen seinen Vertreter aufs Feld.
da kommt keiner ran. Fuck. Das wird sogar pfiffen. Ja, gut war's. Die Position wäre heikel gewesen. Bauer! Ja, jetzt schwimmt man ein bisschen. Muss man ehrlich zugeben. Oh. So, das war die letzte Aktion von Church. McManamy kommt aufs Feld. Church funktioniert am besten als Joker. Man kann sagen, was man will. McGuire drew die zweite. Gnott macht es nicht, konnte dieser Schuss konnte noch abgewehrt werden. Schön aufgelegt. Aber da ist McGuire True zur Stelle und macht sein zweites Tor in dieser Partie, sein neuntes Gesamt. War nur als Backup für Lovrencic gedacht, hat sich aber in den Vordergrund gespielt. Somit ist jetzt nicht mehr aus der Mannschaft wegzudenken. Marisic hat ja aufgepasst. Ja, abseits. Ja, man ist auch noch daran dran, an einen anderen Stürmer zu verpflichten. Einen hat man bereits schon verpflichtet, den kann man aber auch links einsetzen, ablösefrei. Jetzt scoutet man auch schon 2:1. Jetzt scoutet man auch schon einen möglichen linken Verteidiger als Ersatz sowie einen rechten Mittelfeldspieler, falls Lovrencic den Vertrag nicht verlängern möchte. Auf den Langzeitverletzten Parma im Sturm, wie gesagt, setzt man nicht mehr. Ah, und der ist weg jetzt. Ah. Der ist weg.
Man geht jetzt auf Nummer sicher. So, ich glaube. Oh, nochmal kann man nicht auswechseln, wäre die falsche Position gewesen, aber macht nicht so. Jetzt geht man hier ein bisschen defensiver ans Werk. Aufgrund der roten Karte, gelb-rot war es eigentlich. Konter gehen natürlich immer. Das hätte er vielleicht machen sollen, selber. Uiuiui, nächste Gelbe. Oh, was war das für ein Gestochere? Yes! Außen Hinterhalt. Machen Sie es klar. Ich weiß jetzt zwar nicht, wer das gemacht hat, das Tor. Egal. Da haben Sie den Ball nicht weggebracht. Knott! Jawohl! Wichtig, dass er wieder trifft. Ha, sogar für mich ein Wurf. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Aber die Gäste geben nicht auf. Ja, abseits. Jawohl, es ist gelaufen. Man fährt wieder einen Sieg in der Liga ein. Der Trainer kann zufrieden sein. Angefangen hat es mit dem hervorragenden Pass von Lovren Cic auf Maguire Drew. Der zum 1:0 einnetzte. Danach waren die Chancen da, gute Chancen. Hier auch schon das 2:0 durch Maguire Drew. Spannend wurde es dann aber noch. Gute Chancen. Auch auf der Seite der Gäste. Und hier das 2:1. Da wurde es nochmal ein bisschen eng, auch aufgrund der roten Karte, also gelb-rot. Rüde Attacke.
Aber letztendlich konnte Knott den Endstand besiegeln. Wichtiges Tor auch für ihn, dass er wieder mal trifft. Da freut er sich. Ja, das war Coventry City gegen Lincoln City. Ich bin der Fun Gamer. Macht's das gut. Bis dann und ciao.